So, also ich will jetzt als allererstes erstmal. Achso, wer ist denn überhaupt schon bei Norris Bike registriert? Einer. Oh, 3, 4, 5, 6, 7. Sehr gut. Und hat's geklappt? 50%, ja. 50%? Naja, das ist ja schon mal ganz gut. So, jetzt mache ich hier mein Telefon. Weil ich will jetzt als allererstes hier erstmal so ein Marketing-Gewäsch-Video zeigen. Entschuldigung. Das kommt ja alles auf YouTube, deswegen muss ich jetzt was Gutes reden. Ich zeige jetzt erstmal ein Video, aber da geht, glaube ich, der Ton jetzt doch nicht. Oder geht der oder geht der nicht? Nee, geht nicht. Deswegen versuche ich das jetzt mal hier. Ob das hier direkt so ausbleibt. Du musst doch die Kamera, das Video umschalten. Die Stadt ist voller Autos und man kommt nicht mehr richtig voran. Und wir von der Firma Nextbike sind sehr froh, dass wir seit 10 Jahren daran arbeiten, hört man das? Dass der Verkehr man hört, aber man sieht wieder schöner wird. Naja, wenn man es hört, dann können wir das ist ja Experiment gelungen. So. Dann muss ich das jetzt hier synchronisieren, ja. Da muss ich erstmal das zur Seite legen und dann geht's los. Und ich drücke hier drauf. Asynchron. Die Stadt ist voller Autos und man kommt nicht mehr richtig voran. Und wir von der Firma Nextbike sind sehr froh, dass wir seit 10 Jahren daran arbeiten, dass der Verkehr in den Städten wieder schneller wird. Ich zeige Ihnen das mal. Nextbike verfügt über 10 Jahre Erfahrung, konzentriert auf den Sektor Fahrradverleihsysteme. Unsere Stationen müssen nicht fundamentiert werden. Die Aufbauweise ist modular. Wir können zwischen einer und 70 Stellplätzen alles realisieren. Unsere Terminals sind ausschließlich solarbetrieben. Ein Anschluss an das Stromnetz ist nicht erforderlich, da die Datenkommunikation mit unserem Zentralserver mit Mobilfunk erfolgt. Über das System von Nextbike laufen derzeit 15.000 Fahrräder, verteilt auf 80 Städte in 13 Ländern. Unser größtes Projekt ist im Augenblick Warschau mit 2.500 Rädern. Und da wir alles selber produzieren, können wir sehr flexibel auf die Bedürfnisse des Marktes reagieren. Wir liefern nicht nur Fahrräder und Stationen, sondern sorgen auch für eine schlüsselfertige Implementierung vor Ort. Und jetzt zeige ich Ihnen mal unsere IT-Abteilung. Das Herzstück ist ein leistungsfähiges IT-System. Dieses wird bei Nextbike selber entwickelt. Das ermöglicht einerseits eine rasche und flexible Implementierung nach den Wünschen unserer Kunden und andererseits eine schnelle Reaktionszeit beim Support. Unsere eigene IT-Abteilung ermöglicht es uns auch, unser Fahrradverleihsystem in bereits bestehende Mobilitätsangebote zu integrieren. Wir haben bereits zahlreich das Fahrradverleihsystem mit dem öffentlichen Nahverkehr verbunden. E-Tickets sind für uns kein Problem. Die Rückgabe ist total einfach. Einfach einen leeren Slot suchen, das Fahrrad reinschieben. Das System meldet das Fahrrad automatisch zurück und die Ausleihe ist für den Nutzer beendet. Bei der Konzeption unserer Bike-Racks war es uns besonders wichtig, eine vandalismussichere Ausführung zu wählen. Wir haben darauf geachtet, dass kein Hebel entsteht. Alle unsere Räder sind mit einem GPS-System ausgestattet und mit einem Lesegerät für Kundenkarten. Also einfach Kundenkarte hinhalten und Rad kann man herausnehmen. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass wir Made in Germany bieten, und zwar für die ganze Welt. Ja, also wie man sieht, sind wir schon ein bisschen erwachsener geworden. Also in Nürnberg, das System, das ist ja jetzt schon ein ganz kleines bisschen älter. Wann? 2012, glaube ich. Und ich erzähle jetzt mal so ein bisschen die Geschichte einfach, habe ich mir gedacht. Und erzähle mal so ein bisschen was über Nextbike. Und also wir verleihen ja Fahrräder. Und versuchen das auf möglichst vielen Wegen zu machen. Ja, also unsere Ausleihkanäle. Ganz der Klassiker ist ja dieser Callcenter, wo die Leute anrufen und sich meistens auch als erstes registrieren lassen. Also mit Handynummer erkennen wir ja am Anrufer.
Dann wird dort Name gefragt und Kontoverbindung oder Kreditkartendaten. Und somit registriert sich der Kunde da in der Regel als erstes. Und dann machen auch viele Kunden über das Telefonsystem ihre ersten Ausleihen und geben da also ihre Ratnummer ein und bekommen den Schlosscode angesagt. Das habt ihr hier vielleicht auch schon mal gesehen in Nürnberg. Dann ist ein Weg ist SMS. Dann hatten wir schon relativ früh angefangen, mal eine mobile Internetseite auszuprobieren. Wir machen mit Kooperationen mit Hotels oder Touristeninformationen, wo die Kunden hingehen können und sich dort ein Fahrrad direkt ausleihen können, direkt an diesem Verleihterminal, was jetzt auch hier in Nürnberg überall steht. Dann haben wir eine eigene App. Wir haben dann irgendwann angefangen, so eine API zu veröffentlichen, wo es vier Apps mittlerweile gibt, die wirklich dediziert nur für Nextbike da sind. Und dann ist es in sechs Apps integriert, wo es schön integriert ist. Und es gibt auch noch ein paar mehr, wo es jetzt mittlerweile rein integriert ist, Nextbike. Und das hat sich so zu einem ganz schönen Konzept entwickelt. Aber die Hauptinnovation von Nextbike, so ganz am Anfang, als wir 2004 gestartet haben, 2005 schon eigentlich auch hier in Nürnberg gewesen sind, damals noch in Erlangen und Fürth auch noch, weil der Herr Kalubner, den wir da eben gesehen haben, kommt ursprünglich aus Erlangen und deswegen schlägt natürlich hier das Herz auch, ist unser Schloss. Ja, wir haben ein ganz einfaches Zahlenschloss. Heutzutage würde man das da im Fachjargon als Smart Lock bezeichnen, wobei es jetzt natürlich überhaupt gar keine Technik hat, aber es hat eine ganz tolle Spezialität, es hat dieses Schlüsselloch dort. Das heißt, wenn da mal der Kunde irgendwie an dem Codeschloss ein bisschen was rumverstellt, dann kann immer noch der Service kommen und kann dieses Schloss aufschließen. Und somit geht uns sozusagen niemals, dass wir jetzt irgendwie die Schlösser da verlieren oder dass die Fahrräder dann endgültig mit den Schlössern festgeschlossen sind. Na, und dann war die erste App, das ist sozusagen, da sind wir auch besonders stolz drauf, das ist also einfach unser Telefon und diese Hotline. Und das steht ganz unten, der Ausleihprozess dauert darüber 30 Sekunden. Und in 30 Sekunden muss man es erstmal schaffen, hier sein Smartphone aus der Tasche zu holen, Internet zu haben und dann da diese Ausleihe zu starten. Das ist also bisher fast ungeschlagen. Da können die sich auch sehr viele Mühe geben, die Leute, die da die Apps bauen. Das, so schnell geht es fast gar nicht. Das Telefon, was wir hier jetzt sehen, das benutzen wir auch zurzeit immer noch für die Service-Mitarbeiter. Die haben dann noch so ein Bluetooth-Headset. Da komme ich später auch nochmal drauf zurück, weil es einfach mit am schnellsten geht. Und man hat immer Netz. Ah ja, und wir haben, wie gesagt, schon relativ früh angefangen, auch eine mobile Internetseite zu erzeugen. Da hatte ich 2008 angefangen, so bei uns so ein bisschen das Backend-System umzustellen. Und da konnte man dann halt unterschiedliche Views machen für unterschiedliche Geräte, wie das so, wie man sich das so denkt. Und da gab es halt für den Desktop eins und dann musste man natürlich auch mal eins fürs Mobile machen. Da war dann 2010 einfach dieses jQuery Mobile drüber gestülpt und dann war das plötzlich eine total praktische Internetseite. Und ich habe dann auch mal so ein bisschen Statistiken jetzt mal gesucht. Ja. Und da sieht man so, 2009 geht's los, wo wir jetzt, das ist ja so Nürnberg, Nürnberger Zahlen. 2009 geht's los und da sind die wichtigsten Kanäle dieses Sprachdialogsystem, dieses IVR und der Callcenter. Und dann ist aber da unten schon dieses mobile Internet, was tatsächlich gegen Ende 2010 dann einen Marktanteil von 10% ergattert hat. Also es ist ja nun schon fast vier Jahre her. Das war damals also schön, hat man schon wirklich eine schöne Tendenz gesehen, dass das eigentlich eine feine Sache ist mit dem mobilen Internet und dass da auch Apps entwickelt werden müssen dafür, um das halt diesen Use Case zu verbessern. Und dann ist aber was Schlimmes passiert für unseren damaligen Standpunkt. Dann gab es vom Bundesministerium für irgendwas. So. Da gab es eine Ausschreibung für innovative öffentliche Fahrradverleihsysteme. Und innovativ war seinerzeit gewesen, solche Smart-Kiosk-Systeme zu haben. Also solche Systeme, wo man Schließsysteme am Ständer hat, meistens so einen Terminal-Computer hat, wo sich Kunden registrieren können, wo sie dort drüber die Ausleihe machen können mit einer Kundenkarte.
Das ist so dieses Prinzip, wie es in Paris sehr verbreitet ist. Vélib ist damit sehr groß geworden und hat sozusagen so einen Industriestandard gesetzt. Und heute wissen wir, dass uns das sozusagen geholfen hat, jetzt hier das Deutschland zu einem wichtigen Exporteur für öffentliche Fahrradverleihsysteme geworden ist. Aber damals dachte man, huch, lalala, wir sind ja voll von unserem Weg abgekommen. Das sieht man jetzt auch hier an dieser Statistik. Also hier ist nochmal ganz kurz, da haben wir sozusagen hier unsere nächste App gebaut. Das war dann da auf diesem Terminal. Da haben wir uns ein eigenes großes Telefon dahin gebaut. Und während hier sozusagen das gestartet hat, dass die App da eigentlich jetzt, dass man da dran geglaubt hat und gesagt hat, so, jetzt investieren wir da rein, ist dann plötzlich Folgendes passiert. Da kam das Terminal und hat auf einmal 95% oder 90% unserer Ausleihen produziert. Ja, und hat halt diese klassischen Kanäle, die da so eigentlich vielversprechend waren, völlig deklassiert. Ja, also die haben dann gar keine Rolle mehr gespielt. Wir haben gemerkt, wow, das mit dem Terminal, das macht total Spaß, total toll. Also haben wir Terminal gemacht. Und aber was das Schöne war bei dem Terminal, wir haben dazu so eine, weil wir das irgendwie ansprechen wollten, haben wir uns dann so ein bisschen abgekapselt und haben eine kleine API entwickelt, dass sozusagen solche Geräte wie das Terminal oder wie dann auch mal andere Apps auf die Fahrradverleihfunktionen zugreifen können. Also erstens Standorte sehen können und zweitens Kunden registrieren können, Ausleihe starten können, Ausleihe beenden können, Kundenkonto anzeigen können, Gutscheine einlösen oder sich mit irgendwelchen Partnern verknüpfen und so weiter und so fort. Das machen wir jetzt eigentlich als Basis für alle neuen Ausleihkanäle, die wir irgendwie reinholen. Für das Terminal, dann gibt es hier in Nürnberg auch dieses Multimedia-Terminal. Naja. Oder den Bordcomputer, den wir da gerade in dem Video gesehen haben. Und dann gab es die erste App, Bike-In hieß die, für Android. Das hat dann sozusagen 2012 bei uns das Jahr der Apps letzten Endes eingeläutet. Wir haben eine eigene App für Android und iPhone und die ist schlecht. Also... Also die hat nicht umsonst wirklich nur 3 Sterne als Bewertung. Das liegt daran, weil die Kunden 9 € überweisen müssen, wenn sie halt bei Nextbike Kunde werden wollen. Da haben sich sehr viele, haben uns da mit 0 Sternen abgestraft dafür. Aber es ist natürlich auch, die ist jetzt nicht unbedingt eine tolle App. Ja. Deswegen bin ich jetzt hier, damit ihr den Mangel erkennt und da einschreiten könntet und sagt hier, so muss es aussehen. Und das haben uns aber auch schon Leute gezeigt, also Bike-In dort von Android, Find My Next Bike fürs iPhone, Rent a Bike fürs Windows Phone war dann schön gewesen. Dann hatten wir vorhin schon gesehen die Mobility Map, die ist einfach super geile App ist. Sehr schöne App auch Hack Bike, so von so einem polnischen Studenten gemacht. Aber der hat gesagt, nee, das alles, der hat bloß einen Namen gesucht und hatte dann halt keine bessere Idee, so, aber es wäre alles koscher, ja. Wobei ich gesehen habe, bei der Bike-In-App, da wird jetzt der Code noch 30 Minuten nach der Rückgabe angezeigt, das ist als neues Feature dort, da habe ich mich auch gefragt, naja. Genau, so sieht unsere App aus. Also hier, man erkennt einfaches jQuery Mobile. Wir haben dann da noch so ein Muster-Pointer. Da ist eine, so eine native Karte und dann haben wir hier diesen QR-Code-Reader. Ne? Das hat man ja eben hier gesehen. Das ist sozusagen da der die Hauptinnovation von dieser App gewesen, dass man halt mit diesem QR-Code-Laser dort was machen könnte. Da ist auch an jedem Fahrrad ist vorne immer dran so ein NFC, also ein RFID-Tag. Ne? Also wenn ihr da hier eine Idee habt, wie man dieses NFC-Tag da benutzen könnte oder eben die QR-Code oben oder man klebt nochmal einen QR-Code, einen NFC-Tag oben drauf. Ja, kann man alles möglich machen. Und hier haben wir nochmal die 5 Apps. Ne, Mobility Map. Haben wir vorhin schon fast genau das gleiche Bild gesehen. Und der hier macht halt einen sehr, sehr kartenbasierten Ansatz. Also der guckt halt wirklich, wo bin ich gerade und macht alles aus dieser Situation, aus dieser Position heraus und aus der Umgebung heraus. Das ist so die Grundidee irgendwie, dort alle Aktionen draus zu starten. Während hier zum Beispiel die Rent-a-Bike-App von Windows Phone, die hat gar keine Karte.
Hier nochmal die Zahl. Ja. Hier ging es mal los. Mit App war eine große Hoffnung. Dann wurde die Hoffnung zerstört, dadurch, dass wir hier diese Verleihterminals haben, die einfach ein super Kanal sind. Aber siehe an, 2013, gegen Ende 2013, macht das mobile Web schon wieder 20% aus. Das heißt, hier ist eine total geile Tendenz zu sehen, dass das einfach ein gutes Werkzeug ist, sich Fahrräder über so eine App auszuleihen. Und da versuchen wir jetzt auch für das, was wir da eben in dem Video gesehen hatten, ne, wenn da das Schließsystem ist, was die Fahrräder verschließt, ja, da haben wir schon jetzt mal eine Geschichte gehabt. Da ging das schneller, dass das Fahrrad vom Schloss geöffnet wurde. Ja, ich habe das über die App ausgeliehen und dann ging schon das Schloss auf, bevor mir hier der Code angezeigt wurde. Und das ist natürlich schön. Also wenn man dann auch das Schließsystem, wo die Fahrräder angeschlossen sind an der Station, dann mit der App öffnen kann. Da kann man sich dann auch noch überlegen, ob man da wieder so NFC-Geschichten macht. Was ich sagen will ist, ja, das sage ich hier. Ja, das ist was anderes. Was ich sagen will ist, jetzt sind die Fahrräder hier ja, in Nürnberg bei euch und sind die Stationen hier in Nürnberg bei euch. Wir sind sehr offen, dass auch von den Benutzern und von euch Ideen kommen, diese Fahrräder hier in der Stadt einfach noch mehr benutzen zu können und noch schöner benutzen zu können und dass ihr euch was ausdenkt. Ja, ich appelliere jetzt vor allem an Studenten oder junge Firmen, die einfach denken, cool, ja, sind hier aber dummerweise nicht so viele. Ne? Ich hatte gehofft, es kommen jetzt hier mehr Studenten, aber ist leider nicht so. Weil es ist wunderschön, ja, in Polen, da gibt es halt ganz viele Studenten. Und auch hier im Ruhrgebiet, ja, haben wir mit Ruhr-Universität Bochum, haben wir eine schöne Kooperation, hat alles in Nürnberg leider nicht geklappt, dass es für Studenten sowieso sinnlos ist, dass ich jetzt irgendwie was auszudenken von wegen, wie mache ich das jetzt raffiniert kostenlos, weil es für Studenten einfach kostenlos ist. Ja, für Studenten ist der Fahrradverleih einfach kostenlos. Und dann pflastern wir die gesamte Uni zu mit Fahrradverleihstationen und kein Student hat mehr Lust, ein Fahrrad selber mit an die Uni zu bringen und sich dort klauen zu lassen, sondern man benutzt einfach die Fahrräder, die dort da sind und dann merkt man auch den Bedarf, wie einfach es gehen muss, sich dort so ein Fahrrad schnell rauszuholen. Und ja, und insofern kann ich jetzt nur hier an euch, auch an Unternehmen appellieren, sich sowas mal hinzustellen oder sowas zu versuchen. Ja. dazu haben. Ne? Weil letzten Endes, da steckt nicht viel, sehr viel Geld drin, ja, in so einem Fahrradverleih, sondern da muss man immer einen Sponsor finden. Ja? Da muss man immer die Leute finden, die hier die Werbung zum Beispiel drauf machen, ja? Oder die sich diese tollen Apps ausdenken. So, naja, ist nicht so gut gelaufen.